Ein neues Video, meine Lieben, ein neues Interview, tatsächlich nochmal zum Thema Die Bachelorette 2021. Wir alle haben mitbekommen, dass es leider zwischen Raphael und Maxim nicht funktioniert hat. Und ich dachte mir, ich würde ganz gerne mal mit Raphael sprechen und einfach mal fragen, wie das eigentlich so nach dem Finale weitergegangen ist, was letztendlich dazu geführt hat, dass beide gesagt haben oder eine Person von beiden gesagt hat, ich möchte diese Kennenlernphase nicht weiterführen. Und ich bin sehr dankbar, dass sich Raphael dazu entschieden hat, mit mir zu sprechen. Und ich habe natürlich ganz viele Fragen vorbereitet. Und was diese Fragen so sein werden oder was es für Fragen sein werden, das erfahrt ihr jetzt. Willkommen zurück, meine Lieben. Heute gibt es ein Interview mit Raphael, ja, der Gewinner von der Bachelorette 2021. Und ich möchte gleich ganz vorab sagen, erstmal dürft ihr natürlich Daumen nach oben geben, ihr dürft mitdiskutieren, wie ihr wollt. Und ja, ihr dürft natürlich auch Raphael bei Instagram folgen, ist auch unten verlinkt. Ich würde euch darum bitten, dass ihr jetzt nicht irgendwie dann Maxim schreibt und sie irgendwie kritisiert oder beleidigt, weil das finde ich total unnötig und das ist auch gar nicht Intention unseres Gesprächs, sondern wir wollen einfach nur besprechen, was passiert ist, damit auch die Leute, die mitgefiebert haben, wissen, was vorgefallen ist. Und das war's eigentlich schon. Also ich sehe ihn hier auf jeden Fall und werde jetzt auf jeden Fall mal den Sound anmachen. Ja, gucken, ob das jetzt hier klappt. Hörst du mich? Servus, ich höre mich gut, ja. Ja, sehr gut. Ja, also während ich hier im Regen sitze, was man jetzt nicht sieht, weil ich ja hier gutes Licht habe, kommst du mit Tageslicht aus, würde ich jetzt mal behaupten. Österreich, du schätzt die Sonne. Ja, das ist ja Wahnsinn, du. Ja, auch Wahnsinn, was du in den letzten Monaten erlebt hast. Aber du siehst glücklich aus. Ich hoffe, das trügt jetzt nicht. Ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja. Wie war die Bachelorette-Reise generell so für dich? Unglaublich ereignisreich. Also ich hätte mir nie gedacht, dass das so emotional und ereignisreich wird, wie es dann tatsächlich war. Ich dachte mir so, ja, das ist jetzt ein Urlaub, ganz gemütlich, aber das war es eigentlich nicht. Das ist ständig im Hinterkopf. Dir schwirren ständig Gedanken im Kopf und ja, du bist ja doch wegen dem Ziel dort und dafür gibst du natürlich Gas. Hast du, also ich sage jetzt mal auch so gerade gegen Ende der Staffel, würdest du sagen, dass du schon so Gefühle für Maxim hattest? Ich muss ehrlich sagen, während der Staffel habe ich mich nicht verliebt und nicht sonderlich verschossen. Ich glaube, dass das eigentliche Kennenlernen erst danach, nach der Show beginnt und das während der Show quasi so eine Art Vorselektion stattfindet, zum richtigen Kennenlernen. Wie geht denn das jetzt nach der Show weiter? Das finde ich jetzt mega spannend. So, das Finale ist dann irgendwann abgedreht, du hast dann die letzte Rose bekommen und dann kriegt dann jeder seinen Koffer in die Hand und sagt, hier, tschüss, Dreher, bin sie vorbei? Oder wie ist das? Ja, also es war tatsächlich so, dass wir, also es war das Finale. Ja. Es war wunderschön, es hat sich mehr wie eine Hochzeit angefühlt. Ja, voll. Und es war dann wirklich so, dass am nächsten Tag direkt wieder heimging. Also schnell Koffer packen und zurück nach Hause. Verbringt man dann den Abend noch gemeinsam oder geht man auch sofort getrennte Wege? Den Abend haben wir noch gemeinsam verbracht. Also da waren dann auch noch viele von der Produktion dabei. Okay, cool. Dass alles im Kasten ist quasi und ja, einfach Spaß haben. Aber jetzt stell ich mir das, also ist das nicht komisch, also man kommt dann nach Hause und dann ist sie ja bei sich zu Hause und du bist bei dir zu Hause und ich weiß nicht, du hast zwar gesagt, die Gefühle entwickeln sich ja erst danach, was irgendwie auch logisch ist, weil man lernt sich ja auch danach erst kennen, aber ist das nicht komisch, wenn das normale Leben weitergeht und die Person, die sich ja für dich entschieden hat, die kannst du jetzt erstmal, also ja, nicht sehen, also ich meine, könntest du schon, aber ihr wohnt ja auch ein bisschen weit auseinander, also wie ist denn das dann? Ja, es war auch ein bisschen strange, also so direkt danach war auch ziemlich schnell ein Cut und tschüss, ab nach Hause. Also ich musste dann auch ein bisschen um ihre Nummer kämpfen. Und ja, als ich die dann bekommen habe, sind wir dann eh recht schnell in Kontakt getreten und haben telefoniert, FaceTime, WhatsApp. Also Gott sei Dank leben wir in Zeiten von FaceTime. Ja, ja, zum Glück, sonst können wir gar nicht sprechen. Ja, das stimmt. Aber sag mal, du hast gerade, du hast dann die Nummer bekommen. Also die hast du wahrscheinlich von der Produktion bekommen, klar, woher auch sonst. Jetzt so ungefähr, damit ich mir das vorstellen könnte, auch die Leute, die das gerade sehen, wie lange hat das so gedauert, bis du die Nummer bekommen hast? Reden wir da ungefähr von einer Woche oder hast du die nach 2 Tagen bekommen? Oder? Da gibt es eine lustige Story dazu. Oh je, okay. Ich hoffe, sie ist wirklich lustig. Ja, also lustig ist, weil ich bin am nächsten Tag mit meinem Betreuer am Flughafen gefahren. Komischerweise hatten alle Flüge Verspätung, deswegen hat sich das Ganze dann überschnitten, weil wir sollten uns eigentlich nicht gemeinsam am Flughafen blicken lassen, damit keiner erahnen kann, wer gewonnen hat und wer nicht. Deswegen waren immer verschiedene Flüge gebucht für verschiedene Leute.
Und ich sollte halt auf keinen Fall mit Maxim in dem Flugzeug sitzen, sonst wüsste ja jeder gleich, was Sache ist. Wir haben uns dann aber doch lustigerweise wegen diesen Verspätungen am Flughafen getroffen. Und ich habe zu meinem Betreuer gesagt, ich hole mir jetzt die Nummer. Nein, bitte nicht, sonst kriege ich Probleme mit der Produktion. Ich denke, ja, ist mir egal, ich brauche jetzt die Nummer, was soll ich machen? Dann bin ich da hingesprintet und habe gesagt, entschuldige, wir sind ein kleiner Schuljunge, wir sind mit 16 früher. Darf ich deine Nummer haben? Hast du sie bekommen? Ja, ich habe sie bekommen. Okay, dann hast du sie echt schnell gehabt. Genau, ja. So. Und wer weiß, wie ich es sonst bekommen hätte, weiß ich gar nicht. Ja, hätte sie vielleicht für Instagram schreiben. Ja. Krass, weil man darf ja, ne? Also ich meine, das habe ich ja schon ganz oft in anderen Videos natürlich erklärt, aber es ist natürlich nicht gewollt, dass man auch danach in der Öffentlichkeit gesehen wird, weil dann weiß ja jeder, wer gewonnen hat. Das bedeutet, es ist auch gar nicht so leicht, sich zu treffen, oder man kann sich natürlich schon treffen, aber dann halt irgendwo nur zu Hause. Es war schon schwierig. Wie ging denn die Zeit danach noch weiter? Du hast ja gesagt, ihr habt geschrieben, telefoniert. War das viel Konversation oder eher wenig? Ja, schon eigentlich relativ viel. Also zuerst sehr viel geschrieben, dann viel telefoniert, viel FaceTime. Und ja, es hat eigentlich gepasst. Also jeden Tag voneinander gehört. Okay. Ja. Hat sich für dich das positiv angefühlt in dem Moment? Ja, schon. Auf jeden Fall. Wie lange hat denn das gedauert, bis ihr euch das erste Mal gesehen habt? Nur so ungefähr. Also nochmal, du bist ja nicht vor Gericht, ne? Du musst ja generell keine Frage beantworten, die du nicht willst. So. Ich schätze so 3 Wochen, 4 Wochen. Wie war das? Ja, schon eine lange Zeit sicher, aber ich meine, sie ist ja erwerbstätig, ich habe auch einen Job und ja, ist klar, dass das erstmal eine Zeit lang dauert. Also das muss man ja auch erstmal verarbeiten oder verdauen, Das Ganze, was da passiert ist, jetzt in 2 Monaten, in der gedreht wurde. Wie hat sich das Treffen angefühlt? Gut, das war wirklich ein unglaublich schönes Wochenende. Das war richtig cool, dass sie zu mir nach Österreich gekommen ist, sind am See gefahren. Da ist auch das Foto entstanden, was ich gepostet habe, zu zweit am Boot. Und das war einfach nur cool, weil dort erkannte uns keiner. Wir haben den ganzen Tag gekocht, relaxed, konnten ein bisschen mit dem Boot herumfahren. Also das war schon cool, weil sonst bleibt einem nicht viel übrig. Außer, dass man in der Wohnung des jeweils anderen verweilt, ohne wirklich Möglichkeiten zu haben, hinauszugehen oder irgendwas sich anzusehen. War das der Moment, wo du angefangen hast, Gefühle zu entwickeln? Ja. Hattest du das Gefühl, dass es bei ihr auch so war? Ja. Du hast beim Wiedersehen, oder ich weiß gar nicht mehr, du hast beim Wiedersehen gesagt, oder Maxim hat beim Wiedersehen gesagt, dass ihr euch 3-mal persönlich getroffen habt. Genau. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist nur eine persönliche Einschätzung. Ich finde, das ist sehr wenig, wenn man ja eigentlich Interesse daran hat, jemanden wirklich kennenzulernen für eine mögliche Beziehung. Also ich meine, wir brauchen jetzt keine genauen Daten nennen, aber als das Finale abgedreht war und das Wiedersehen gedreht wurde, lagen ja doch sehr viele Wochen dazwischen. Ja, das stimmt. Das waren circa, also von Drehende bis zum großen Wiedersehen waren es, glaube ich, 2 Monate. Hätte ich jetzt auch geschätzt, genau. Genau. Und in der Zeit haben wir uns halt 3-mal getroffen. Ich meine, ja, sicher ist die Distanz ein Aspekt, aber ist für uns beide jetzt nicht so tragisch, weil wir ungebunden sind, was unseren Job angeht, von der Location her jetzt. Und man ist ja innerhalb von einer Stunde dort mit dem Flugzeug, setzt man sich rein und ist gleich da. Danke, dass du das sagst, weil genau daran habe ich gedacht. Ich habe mir gedacht, ich versuche mich ja mal in andere Leute reinzuversetzen. Ich dachte immer so, ey, sie ist ja auch selbstständig, da mit ihrem Influencer-Kram, den sie macht. Kram, klingt jetzt so negativ, ne? Um Gottes Willen. Nein, also sie könnte ja eigentlich ja auch, ich sage jetzt mal, sagen, ich komme jetzt 2 Wochen zu Raphael. Ja, stimmt. Aber habt ihr da nie drüber gesprochen? Ja, weiß ich nicht. Das hat sich irgendwie nie so wirklich ergeben, aber ich habe mir doch gar nicht allzu viele Gedanken drüber gemacht. Ich dachte mir einfach, ja, sie hat ihre Sachen vor, ich habe meine Sachen vor. Wenn es sich ausgeht, treffen wir uns mal ein paar Tage und wir sind ja flexibel, aber ja, oft kam es halt doch nicht zustande. Das ist schon richtig. Naja, du sagst das so entspannt, was ich auf der einen Seite auch schön finde, weil du irgendwie so eine Leichtigkeit mitbringst. Aber ich... Weißt du, ich denke mir immer so, wenn man doch wirklich Interesse hat, wenn man sagt so, ey, dieser Mensch, egal ob aus deiner Perspektive oder aus ihrer, wir können jetzt nicht über ihre Perspektive sprechen, weil wir können ja nicht für sie sprechen, ja? Wir können nur mit dir sprechen. Aber weißt du, was ich meine? So, ich hätte doch so das dringende Bild, ich meine, 3-mal in 2 Monaten, so, das ist ja gar nichts. Ja, es ist nicht viel, das stimmt schon. Aber die Zeit, die wir dann miteinander hatten, war schon sehr intensiv und sehr schön. Also das hat das Ganze dann wieder ein bisschen ausgeglichen. Also ich fand es jetzt nicht so tragisch. Okay, aber du hast da jetzt auch nicht irgendwie gedacht, so, das Interesse von ihr fühlt sich jetzt nicht so krass an? Gar nicht. Also ich dachte eigentlich, das ist gegenseitig ziemlich, also das ist auf gegenseitig. Okay. Ja.
Wusstest du, beim Wiedersehen wurde ja diese ganze Sache thematisiert, da mit diesen Telefonaten, Leon und so. Wusstest du vor dem Wiedersehen davon? Ja, wusste ich. Es hat von Anfang an mit offenen Karten mir gegenüber gespielt. Also, sie hat mir gesagt, sobald sie kontaktiert wurde von anderen, von irgendjemandem der Kandidaten. Und ja, von dem her gab es auch keine bösen Überraschungen für mich, Gott sei Dank, beim großen Wiedersehen. Finde ich gut, dass du das auch so sagst, weil ich mir auch mal so diese Frage gestellt habe. Oder ich finde es sehr schön von ihr auch, dass sie dir das gesagt hat, weil ich mir ja mal so. Ich weiß zwar nicht, weil es inhaltlich gesprochen wurde, ich bin ehrlich, das hat mich auch nie so sehr interessiert. Wirklich nicht? Ja, ich denke mal, sicher, es klingt so tragisch. Ja, es ist ja telefoniert mit Leon, bla bla bla. Ich denke mal, im Endeffekt, ganz ehrlich, sie ist gerade bei mir. Wir sind in Österreich und haben einfach eine gute Zeit. Da möchte ich keinen Gedanken dran verschwenden, was vielleicht gesprochen werden konnte oder sonst irgendwas. Das klingt für mich jetzt so, ich sag dir immer mal, wie ich das verstehe, ich will dir nichts ein, es klingt für mich so, du fandest es natürlich nicht cool, aber du wolltest auch nicht groß drüber reden, weil das macht es ja nicht besser, es ist passiert so und... Genau, also für mich hat eher gezählt, wo wir gerade sind und was zwischen uns passiert, anstatt was mit anderen. Ist es wirklich so? Weil ich weiß ja nicht... ob dir das so bewusst war, aber Maxim hatte das ja auch, glaube ich, im Halbfinale oder im Finale nochmal gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, dass Leon ja als Beispiel auch so ein großer Favorit von ihr ursprünglich war, wenn er nicht gegangen wäre. Ja, aber ich denke mal, da war so viel Zeit dazwischen. Er ging ja, glaube ich, schon in der zweiten oder in der dritten. Das stimmt. Und von dem her, ja, also wenn sie dann nach so einer Zeit ihm noch nachgetraut hätte, ich glaube, das hätte ich gemerkt. Hast du dir... Als du diese Ausstrahlung jetzt mal gesehen hast, jetzt mal gar nicht so bezogen aufs Wiedersehen, hast du dir manchmal die Frage gestellt, ob du nur, ich sag jetzt mal, nur gewonnen hast, weil sie die, die ihre Favoriten waren, vielleicht nicht haben konnte, weil die freiwillig gegangen sind? Das Gefühl hatte ich währenddessen witzigerweise nie. Danach macht man sich natürlich seine Gedanken und überlegt, vielleicht war das doch nur so eine Art Vernunftsentscheidung. Aber im Endeffekt kann ich es nicht wissen. Ja. Hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt. Finde ich gut auch, dass du sagst, dass es sich währenddessen nicht so angefühlt hat, aber danach. Und danach liegt das vermutlich jetzt einfach mal an der Ausstrahlung. Oder du hast es dir ja wahrscheinlich angeguckt. Das heißt, du siehst ja, was sie in Interviews sagt. Du siehst ja viel mehr. War das der Grund, warum dir das durch den Kopf ging? Was meinst du jetzt? Naja, du hast ja gesagt, während der Ausstrahlung hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du, sag ich mal, der Notnagel bist. Ne? Das ist jetzt so eine harte Formulierung. Ja, habe ich immer noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast gerade gesagt, du hast mal drüber nachgedacht... Ja, dann, sicher, man geht ja alle Eventualitäten. Okay, das stimmt. Versucht alles von jeder möglichen Seite zu beleuchten. Vor allem, es gibt ja auch viele Kommentare, wo auch wieder jeder seine Meinung dazu abgibt. Und natürlich versucht man sich dann auch ein bisschen in die Zuschauer hineinzuversetzen, weil die das ja alles ziemlich unbefleckt betrachten, ziemlich unvoreingenommen, ohne dass sie wissen, was da wirklich abging. Und deswegen versucht man da einfach alle Möglichkeiten durchzuspielen. Obwohl es im Endeffekt eh keinen Sinn macht. Weil ganz ehrlich, mir war es einfach nur wichtig, dass ich mit ihr eine gute Zeit habe und der Rest war mir egal. Ist interessant, was du sagst. Geht man dann irgendwann dazu über, dass man bestimmtes Feedback einfach auch ignoriert, damit sich eben nicht so ein Kopfkino abspielt? Ja, bestimmt. Ich meine, wenn ich auf alles eingehen würde, was ich bekommen, also was ich zu hören bekommen, wenn ich auf alles eingegangen wäre, was mir die Leute gesagt hätten, dann wäre ich das größte emotionale Chaos im Kopf wahrscheinlich. Ja. Und ja, soweit kam es Gott sei Dank nicht. Wie fandest du denn die Situation dann nochmal bezogen auf das Wiedersehen? Weil du hast mir ja gerade gesagt, du wusstest, dass es diese Telefonate gab. Und sie hat ja in der Show gesagt, dass es diese Telefonate nicht gab. Wie hat sich diese gesamte Situation für dich angefühlt? Also erstmal, dass es überhaupt um diese Telefonate ging und dass dann da auch Sachen gesagt wurden, wo du wusstest, dass sie nicht so ganz der Wahrheit entsprechen? Die Situation fand ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Glaube ich. Ich dachte mir, das wird ein spannendes Wiedersehen. Es geht, ja, natürlich, jeder sagt nochmal, wie er so alles erlebt hat, wie es ihm jetzt geht, wie es weitergeht. Aber dann dachte ich, dass es doch in erster Linie um Maxim und mich geht. Und wie es bei uns jetzt aussieht und wie der aktuelle Stand der Dinge ist, war dann leider nicht der Fall. Es ging ja dann eher zwischen, also um den persönlichen Clinch zwischen anderen Männern, was ich sehr schade fand. Aber ja, ist halt so. Es war halt auch ein bisschen komisch, neben Maxim zu sitzen und zu wissen, okay, ich habe gemerkt, das ist ja unangenehm. Verstehe ich auch. Ja, auch von der Produktionsseite aus oder vertraglich, weil eine Kontaktaufnahme danach, ich weiß gar nicht, wie das vertraglich geregelt ist. Ja, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich glaube nicht, also sag jetzt mal, ich glaube nicht. Ich glaube,
bisschen Verständnis, weil ich denke, ein Telefonat ist jetzt nichts Schlimmes und das öffentlich zuzugeben wäre ja auch kein Ding, wenn da nichts dazwischen stehen würde. Ja, ja, nein, verstehe ich total. Also ich hab mir auch damals, ich habe auch mir die Frage gestellt, warum hat sie Nein gesagt, obwohl das ja nicht der Wahrheit entsprach. Und dann dachte ich mir auch so, vielleicht hatte sie wirklich Angst auf wegen vertraglichen Sachen oder nicht. Das verstehe ich auch in so einer Situation. Du hast in deiner Story letztens, die du gemacht hast, hast du gesagt, dass nach dem Wiedersehen das plötzlich kippte. Genau. Auch der Kontakt. Erzähl mir das einfach mal. Ja, das fand ich total schade. Also ich habe knapp kurz vor dem Wiedersehen haben wir noch 3 Tage miteinander verbracht. Und ja, ein paar Tage darauf war dann eh direkt das Wiedersehen in Köln. Dadurch eigentlich noch alles gepasst. Aber ich habe schon gemerkt, währenddessen, dass bei ihr emotional ein kompletter Schalter umgelegt wurde, weil sie, glaube ich, auch durch dieses Wiedersehen nochmal so ein emotionales Chaos in sich selbst bekommen hat. Okay, das, ich glaube, es war einfach alles viel zu viel. Es war einfach alles viel zu viel und von diesem Moment an wollte sie sich von dem Ganzen einfach nur noch distanzieren. Was heißt das? Sie hat sich nicht mehr gemeldet? Schon, aber sehr dürftig. Also, wenn du dann mal angerufen hast, ist sie dann nicht rangegangen oder hat sie auf Nachrichten... Ich war direkt danach auf der Hochzeitsreise von Nadine Klein. Und ja, das war irgendwie strange, weil normal, wir hatten jeden Tag Kontakt und da war dann plötzlich halt eine Zeit lang gar nichts mehr, dann wieder ein bisschen, ganz wenig, dann wieder gar nichts. Also es ging dann irgendwie alles nur noch so von meiner Seite und ich habe mich schon gefreut, wenn sie mir mal zurückschreibt innerhalb von 48 Stunden und das war dann halt schon ziemlich komisch. So von täglichem permanenten Kontakt plötzlich fast gar nichts mehr, es hat sich dann ziemlich einseitig angefühlt. Ich habe das mit der Hochzeitsreise gesehen und ich meine, auch wenn jetzt niemand verpflichtet ist dazu, ich stelle jetzt einfach mal die Frage oder die These in den Raum, da kann uns niemand eine Antwort drauf geben, aber du kannst ja dein Empfinden sagen. Ich habe mich gefragt, warum hat sie dich denn nicht als Begleitung mitgenommen? Was doch eigentlich normal ist, wenn man jemanden kennenlernt. So, ist doch schön. Ja, also ich würde es machen. Aber hat sie dich nie gefragt? Nein, gar nicht. Sie hat ja auch, was mir auch aufgefallen ist, du hattest ja dieses schöne Foto gepostet, wovon du gesprochen hast. Was da, das hast du wann gepostet? Ich glaube nach dem Wiedersehen. Oder war es nach dem Finale? Ja. Genau, eine Zeit lang nach dem Wiedersehen, also ja. Ein paar Wochen nach dem Wiedersehen, ich glaube 2 Wochen nach dem Finale. Da hat sie auch nicht kommentiert und auch nicht geliked. Gar nichts. Und das war dann wahrscheinlich auch genau die Phase, von der du gerade sprichst, ne? Wo ja. Keine... Ja, und ich dachte mir halt, ja, das ist doch eh der aktuelle Stand der Dinge, also damit kann ich auch nichts falsch machen mit diesem Posting, weil ich denke mir, ja, wir haben ja gesagt, wir lernen uns aktuell kennen. Und ja, so, das hat jetzt auch nichts Falsches verkörpert, finde ich, und deswegen... Hat sich nicht falsch angefühlt, das Ganze zu posten. Da sind ja jetzt bis... Aber darauf nur Resonanz zu bekommen, war halt dann wieder so. Ich finde, keine Antwort ist halt auch eine Antwort. Haben das eigentlich die Leute gemerkt? Oder habe nur ich das gemerkt? Ja, also da gibt's, es haben viele Leute gemerkt. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist mir zu folgen, aber jetzt irgendwas zu kommentieren oder zu liken. Ich meine, muss ja niemand, ist ja keiner dazu verpflichtet, aber es hat die Leute schon verwundert, weil ich ihre Sachen sehr wohl geliked habe. Hat sie gar nichts von dir geliked? Nichts, null. Das ist krass, ja. Jetzt, ich meine, jetzt gibt es bestimmt Leute da draußen, die sagen, ja, aber das ist ja nur Instagram. Man muss sich sagen, naja, es ist nicht nur Instagram. Ich meine, ihr habt euch ja irgendwie öffentlich kennengelernt, ja? Also, sehr ein Fakt. So. Und natürlich besteht auch ein öffentliches Interesse. Und ich finde halt auch, jetzt als außenstehende Person, wenn dann sie nicht mal was liked, nichts kommentiert, nicht mal ein Foto nach dem Finale postet, ist das ja schon ein Statement. Stimmt, und ich finde, wir haben halt auch... Klar, durch die Entscheidung, dass wir da mitgemacht haben und dass wir da gemeinsam durchgegangen sind und dass ich da jetzt die letzte Rose bekommen habe, eine gewisse Verpflichtung auch den Zuschauern gegenüber. Ja. Und generell jeden. Allein in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Familie, jeder will natürlich wissen, wie sieht es jetzt aus, wie geht es jetzt weiter. Und jeder freut sich natürlich für mich und jeder findet das cool. Und auf Instagram schreiben mir täglich hunderte Leute so süße Nachrichten und wollen einfach nur wissen, wie es jetzt aussieht, wie es weitergeht, ob es uns eh gut geht. Diese Zeit war, muss ich ehrlich sagen, richtig, richtig, richtig beschissen. Ich konnte niemandem eine Antwort geben, weil ich selbst keine hatte. Hast du dich jetzt im Nachhinein, es fällt mir gerade so ein, wo ich so drüber nachdenke, was du so erzählst, ja, hattest du mal kurze Zeit lang das Gefühl, dass sie diese Story, diese Kennenlernphase mit dir nur aufrechterhalten hat, damit sie das im Wiedersehen sagen kann? Weil komischerweise ist es ja kurz danach, hatte sie ja kein Interesse mehr nach dem Dreh. So meinst du quasi, dass sie das hinauszögert? Genau, dass sie das hinausgezögert hat. Aufrecht. Genau, ja. Nicht noch mehr. Genau, ja.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so gut kenne ich sie mittlerweile schon. Ja, ich will dir das nicht unterstellen. Ich frage, also, ne? Nee, ich frage nur, ob du mal da emotional so drüber nachgedacht hast, so nach dem Motto. Ja, drüber nachgedacht auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass sie das gemacht hat. Habt ihr vor dem Wiedersehen überhaupt mal drüber gesprochen, was ihr da jetzt sagt? In der Show? Nö. Ja, schon. Also zum aktuellen Beziehungsstatus. Ja. Weil das ist ja dann immer so die Frage der Fragen. Ja. Sonst weiß man ja eh nie, was sie einen fragen. Ja. Und ich bin auch drauf gekommen, dass ich am besten damit fahre, wenn ich einfach null vorbereitet bin. Auf egal welche Situation. Weil es dann einfach am natürlichsten und am authentischsten ist. Ja. Aber trotzdem muss man so ein paar Fragen, wo man schon weiß, dass man die gestellt bekommt, haben wir uns schon abgesprochen. Also gerade auf die Frage, seid ihr jetzt ein Paar? Ja, haben wir uns abgesprochen, ja. Wenn du jetzt aber sagst, dass nach dem Wiedersehen ja dieser Kontakt von ihr sehr, ne, auf fast null gesetzt wurde, da sind ja jetzt auch nochmal einige Wochen vergangen bis zu dem Statement. Jo. Das war, also ne, das ist ja jetzt auch schon nochmal. Genau, und so. Das war für mich auch die schwierigste Zeit. Aber hast du dann, was hast du dann gemacht? Du musst ja irgendwann mal gesagt haben, so, ey Maxim, kannst du mir bitte sagen, was jetzt der Stand ist oder wie hast du das gemacht? Es hieß, sie braucht Zeit. Aber warum? Was hat sie denn Grund genannt? Weil das alles zu viel ist. Sie ist dazu zu sensibel für die Rolle. Also der Druck? Der Druck, ja, weil es ist ja... Sie ist keine abgebrühte Vollgasfrau. Sie ist einfach ein normales Mädel. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube jetzt auch... Genau das finde ich halt schade, weil sie da wirklich sehr sensibel auf vieles reagiert und gerade auch was im Internet geschrieben wird. Deswegen tut sie mir unglaublich leid, was das Ganze angeht. Und es ist ja halt einfach alles zu viel und das war auch ihre Begründung und ich habe ihr das auch immer alles geglaubt. Beziehungsweise glaubt sie ja immer noch. Aber trotzdem finde ich, auch wenn es ihr zu viel ist und wenn sie Abstand braucht, dass ich halt in gewisser Art und Weise eine Erklärung oder gar keine Erklärung, sondern wenigstens eine Antwort bekommen. Ich verstehe halt nicht, ich verstehe halt nicht, was dann passiert ist, dass sie trotzdem, also man kann das halt differenzieren, man kann ja irgendwie sagen, so pass auf, ich möchte dich kennenlernen, ich kann dir nicht sagen, dass ich jetzt in einem Monat eine Beziehung mit dir möchte, aber ich finde dich als Typ cool, ich möchte dich weiter kennenlernen und ich brauche auch irgendwie gleichzeitig noch Zeit, um das zu verarbeiten, was gerade passiert ist, aber das ist ja auch nicht vorgefallen. Ja, dieses Differenzieren hätte ich mir halt gewünscht. Ja. Dass man differenzieren kann zwischen der ganzen Show und den ganzen Geschehnissen, die da passiert sind und auch den ganzen Negativen, aber im Endeffekt, ich bin ein Mensch, sie ist ein Mensch und wir haben uns dort kennengelernt und dass sie viel von der Produktion halt auf mich reflektiert oder sobald ich mich bei ihr meld, dass sie mich mit den ganzen in Verbindung setzt, ist einerseits klar, andererseits aber auch schade, weil ich ja der Einzige bin, der das mit ihr so miterlebt hat und der da wirklich zu 100% hinter ihr steht und das war halt einfach ein Scheißgefühl. Du, pass auf, ich glaube, ich versuche es mal ganz kurz so ganz faktisch zu analysieren, weil sie kriegt ja wirklich viel negatives Feedback. Ja. Ich glaube, der Grund ist, man muss natürlich auch dazu sagen, die Community oder die Zuschauer, also meine jetzt nicht, aber viele andere, sind ja auch sehr streng. Da gab es einmal diese Story im Vorfeld, dass die Beziehung davor nicht super lang her ist. Wissen wir nicht, geht uns nichts an, aber diese Gerüchte gab. So, dann haben wir mitbekommen, dass sie sich irgendwie in der Sendung nicht so richtig öffnen wollte. Dann ist Julian raus und Leon ist auch raus. Sie sagt im Halbfinale irgendwie noch, naja, die wären ja irgendwie im Finale gewesen oder so ähnlich. Irgend sowas ähnliches. Also nicht wortwörtlich, um Gottes Willen, aber irgendwas hat sie mit den beiden noch gesagt. Also alle wussten ja eigentlich, dass das schon klassische Favoriten sind. So, dann nimmt sie dich, was gut ist, weil die Leute mochten dich, aber man hatte natürlich unterschwellig das Gefühl, deswegen habe ich dir diese Frage auch gestellt, hat sie dich genommen, weil sie die Sendung zu Ende bringen muss? Wissen wir nicht. Es sind alles nur so Gedankengänge, die mir und den Zuschauern auch durch den Kopf gehen. So, dann gibt es dieses Wiedersehen. Plötzlich geht es um ein Telefonat. Sie sagt nein. Es wirkte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihr nicht geglaubt. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Die Zuschauer, glaube ich, haben ihr auch nicht geglaubt, weil Leon sagt, dazu kann ich nichts sagen. Das ist ja ein Statement. Wenn jemand sagt, dazu kann ich nichts sagen, heißt es in der Regel ja. Ne? Will man nicht lügen. So. Und dann passiert die Sache mit dem Foto. Und nochmal zwei Wochen später, oder nee, wie schön wäre es gewesen, zwei Wochen später gewesen, wahrscheinlich waren es vier Wochen später, kommt dann mit dir, ist vorbei. Also weißt du, was ich meine? Das sind so viele zu... Das sind, also,
nichts dagegen sagen. Genau, und das sind alle so Zusammenhänge, die so, weil sie sich halt irgendwie auch nie klar positioniert hat, wo, glaube ich, die Zuschauer so sagen, so, ja, hat sie das jetzt nur wegen der Follower gemacht, hat sie Raphael nur behalten bis zur Show, um den Schein aufrechtzuerhalten, was ich ja jetzt auch einfach mal gefragt habe, ob du das so gefühlt hast. Ich glaube, das ist einfach so das Problem, dass auch einfach nicht klar kommuniziert wird. Stimmt. Hat sie ja mit dir privat auch nicht gemacht. Ja, das... Was schade ist. Ja, sie ist überfordert, sage ich. Das ist ja einfach alles viel zu viel. Das ist ja too much. Sie ist, glaube ich, den Sachen bewusst, die sie, oder den Aktionen bewusst, die ja. sie dort gesetzt hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein bisschen viel für sie. Wie ging es dir denn damit? Also wir reden jetzt immer über andere Leute. Wie ging es dir damit, als sie dir gesagt hat, nee, ich kann das jetzt nicht? Ehrlich gesagt, war ich traurig, aber gleichzeitig auch erleichtert. Ja. Weil ich jetzt endlich wusste, was Sache ist. Und das war mir extrem wichtig. Wie gesagt, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann damit umgehen, was auch immer jetzt die Antwort ist. Natürlich finde ich es schade und traurig, weil ich es halt gern probiert hätte, aber ich kann mich damit abfinden. Ich möchte nur wissen, woran ich bin. Aber dieses ständige in der Luft hängen und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, und das ist halt nicht cool. Aber habt ihr da nochmal ausführlich drüber gesprochen? Ja, schon. Es war sehr schwer, zum Punkt zu kommen, aber ja. Du wirkst, also ich meine, ich sehe dich ja nur durch die Kamera, aber ich sehe deine Augen sehr gut, weil du ja auch gutes Licht hast. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass du da noch mit zu kämpfen hast, wenn du drüber sprichst. Es geht. Ich meine, es ist circa eine Woche her und ja, nein, ich muss ehrlich sagen, ich finde es okay. Ich meine, ich muss akzeptieren, so wie es ist, und das tue ich auch. Klar, man kann niemanden dazu zwingen. Mir geht es 10-mal besser als in den letzten Wochen, wirklich. Es war einfach nicht cool, nicht zu wissen, woran man ist. Aber jetzt weiß ich es wenigstens. Das stimmt, eine klare Ansage ist manchmal besser als irgendwas anderes. Glaubst du, dass das Thema ist durch? Komplett? Ich glaube schon, ja. Ich meine, man sieht sich immer sagen im Leben. Wer weiß, auf welchen Wege. Aber ja, fürs Erste jetzt mal schon. Auf jeden Fall. Auch meinerseits. Ich möchte sie da jetzt auch nicht mehr belasten oder sonst irgendwas. Sie soll einfach schauen, dass sie ein bisschen Gras über die ganze Sache wachsen lässt und sich Zeit für sich nehmen und sich auf sich selbst konzentrieren. Und ja, dann wird schon alles weitere kommen. Du warst ja letztens mit den Jungs unterwegs. Unter anderem ja auch mit Julian und Leon, ja, über die wir schon gesprochen haben. War das komisch für dich, die jetzt wieder zu treffen, weil die beiden ja trotzdem auch ein sehr dominantes Thema waren? Ich habe ja auch damals das Interview mit Leon gemacht, das wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Da ist man ja immer indirekt betroffen. Ist das ein komisches Gefühl, wenn man die dann so trifft? Nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja ständig Kontakt über WhatsApp und Co. Und ich fand es ehrlich gesagt cool. Es war nicht komisch, es war einfach cool, mal wieder alle zu sehen. Weil in der Zeit dort, es schweißt schon zusammen. Glaube ich. Es sind wildfremde Männer auf relativ engen Raum. Das glaube ich. Kein Telefon, nichts. Es war schon eine intensive Zeit. Und da dann mal wieder alle zu sehen, die dasselbe miterlebt haben, genauso wie man selbst, war schon... Es war lustig, es war cool. Also ich verstehe es natürlich auch, wie es für den Zuschauer jetzt einen komischen Eindruck erwecken kann, wenn ich jetzt was mit Julian mache oder mit Leon mache oder mit weiß ich nicht wem, aber im Endeffekt zählt mir nur, wie jemand zu mir ist. Natürlich gab es ein paar Aktionen, die Maxim gegenüber nicht okay waren. Aber ja, ich stand auch immer zu 100% hinter ihr, aber wenn ich jetzt weiß, dass eh nichts mehr ist, wieso soll ich dann auf alle mehr oder weniger? Ist ja legitim. Das ist absolut legitim. Also ich verstehe mich mit allen gut eigentlich und das finde ich richtig schön. Also wenn es schon mit dir nicht funktioniert, freut mich wenigstens, dass ich da was anderes mitnehmen konnte aus der ganzen Sache. Und das sind Freundschaften, die da entstanden sind. Hattest du trotzdem nochmal so abschließend, du hast ja gesagt, die Gefühle sind so danach gewachsen. Warst du irgendwann an einem Punkt, also ich meine, bevor sie dir das gesagt hat, wo du wirklich so das Gefühl hattest, so boah, ich glaube, das könnte funktionieren mit ihr? Ja, schon. Das war vor der 6. Folge noch. Ab da ging es dann langsam bergab. Also du meinst Ausstrahlung 6. Folge und da parallel ging es bei euch quasi schon... Genau. Hast du die Ausstrahlung gern angeguckt? Oder war das befremdlich? Die 6. Nee, so generell jetzt. Ja, total. Also gerade die ersten noch richtig gern. Ich habe immer Public Viewings gemacht. Könntest du gerne mal ein Video schicken, da ging es ab. Das war krank, wirklich. Die Stimmung war heftiger als im Wembley Stadium. Da waren immer so um die 100 Leute. Wow, krass. Ja, und immer woanders. Immer hat jemand anders seinen Garten zur Verfügung gestellt oder in einem Lokal in der Nähe mit Beamer und Lautsprecher. Cool. Also das ist so richtig cool. Ich habe es gern gesehen, ja. Und eine Folge habe ich mir mit Maxim gemeinsam angeschaut. Das war die 6. Folge.
die emotionalste Folge eigentlich in der Staffel, finde ich. Ja. Also es war die Zeit, wo sie bei dir war dann, ja? Da war ich bei ihr. Ach, du bei ihr, okay. Genau. Wie denkst du jetzt über die Zeit so generell? So alles, ja? Übrigens positiv, ja. Also ich bin immer noch heilfroh, dass ich die Erfahrung machen durfte, vor allem in meinem Alter. Es ist einfach cool, was ich dort mitnehmen konnte für mich. Also ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ich werde oft gefragt, würdest du es nochmal machen, wenn du wüsstest, wie es abläuft? Und wenn, also wenn ich es quasi noch nicht gemacht hätte, ja, ja, absolut. Wärst du auch offen generell für andere Dating-Shows? Dating-Shows, weiß ich nicht, schwierig. Schwierig. Ist vielleicht jetzt ein bisschen zu früh, ne, diese Frage zu stellen. Ein bisschen zu früh. Ja. Aber wer weiß, was es hier gibt. Ich bin offen für alles. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Und ich danke dir, dass du dir diese Zeit genommen hast und mir und den Leuten, die das hier sehen, nochmal so im Detail erklärt hast. Also wie gesagt, ich wollte nochmal abschließend sagen, bitte nicht zu streng sein mit den ganzen Leuten. Wirklich, das ist einfach. Mir ist so ein Maxino auch gegeben, Satan. Voll, ja, du. Ich habe ein Statement gepostet, da war nichts aktiv Negatives ihr gegenüber, was die Leute da halt teilweise rausnehmen und was ich da für Schimpfwörter und wirklich, wirklich schlimme Beleidigungen lese, teilweise finde ich einfach nicht korrekt. Das ist auch ein bisschen die Krankheit unserer heutigen Zeit, ne? Dass die Leute immer so... Ja, es kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen und seine Meinung abgeben, aber einfach nur noch ausführlich zu sein. Ja. Ich bin auch manchmal so ein bisschen schockiert. Ja. Schon heftig. Ich meine, ich kenne das alles nicht. Ich war ja noch nie in so einer Situation. Ich stehe gerade zum ersten Mal in der Öffentlichkeit und dass das plötzlich alles einen Impact hat. Nein, ich finde... Der Nachbarn... Ja, wir sind ja gleich... Nee, ich verstehe das total. Und der Punkt ist ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, so ein Gewinn verpflichtet ja auch beidseitig zu nichts, ne? Genau. Deswegen, niemand kann in den Kopf des anderen hineinsehen. Gefühle sind komplex, ist so. Deswegen, es hat schon alles... Alles ist ein Grund im Leben und alles ist ein Sinn. Es kommt schon alles, so wie es kommen soll. Okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Ihr dürft Raphael gerne bei Instagram folgen. Wie gesagt, das ist alles unten verlinkt. Und wenn ihr irgendwo kommentieren möchtet, ob bei ihm oder bei Maxim, dann bitte macht das aber bitte sachlich. Ja, aber bei euch, also bei meiner Community weiß ich eh, die sind brav, aber ich weiß auch, dass es natürlich viele da draußen gibt und die hoffe ich ja zu erreichen, wenn sie jetzt mal völlig reinschalten, dass wenigstens die sich dran halten. Ich danke dir, ich danke euch und bis zum nächsten Mal.